Leben heute mit Teller von Sinnen. Oliver Petzekamp, Oliver Welke, Barbara Schöneberger und Bernhard Hoeger. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie recht herzlich zu Hause. Hier ist Genial daneben. Ich freue mich heute über illustre Gäste. Frau von Sinnen, guten Abend. Oliver Petzokart ist da, Oliver Welke, Barbara Schöneberger, Bernhard, wie war Ihr zweiter Name? Hoecker, und Sie sind Hugo Egon Balder. Ist doch schön, wenn man Leute im Umfeld hat, die einem ein bisschen helfen. War das schon die erste Frage? Nein, aber mir ist sein Name jetzt sofort eingefallen. Das passiert auch nicht oft. Und ich glaube, Sie haben schon wieder so einen Blick drauf. Was ich heute habe, einfach ein gutes Gefühl. Gutes Gefühl, das höre ich immer beim Fernsehen. Du, das wird eine super Sendung. Wir haben ein gutes Gefühl, wir machen hier großes Tennis. Ja, das ist auch, was ich immer sage, ich freue mich total, dass du hier bist. Ja. Das stimmt, spielt überhaupt keine Rolle. Nee, wichtig ist, dass ich freue mich total, dass du heute bist. Wird auch sowieso alles rausgeschnitten. Du könntest amerikanischer Präsident werden. Ja. Natürlich. Nochmal, change, yes we can. Wir müssen uns ja beeilen heute, Frau von Sinnen. Weil unsere beiden Gattinnen Geburtstag haben heute. Ja. Herzlichen Glückwunsch, ja, lieber Schatz. Sie können jetzt auch Ihrem lieben Schatz herzlichen Glückwunsch sagen. Oh Gott. Ja. Aber es ist ja schon spät. Ich meine, wenn wir aufhören, ist der ja schon fast wieder vorbei. Ne? Ja, aber das bisschen Champagner kriegen wir noch getrunken. Meinen Sie? Ja, ja. Haben Sie heute schon was drin? Ich meine, jetzt Alkohol. Nee. Nicht doch. Oh. Nicht doch, bitte. Bestärken Sie ihn nicht darin. Nichts drin, aber ich kann vielleicht mal diesen sehr schönen Overall präsentieren. Den hat mir nämlich mein lieber Schatz zu meinem Geburtstag wiederum geschenkt, weil ich doch der König bin. Ich sage es kurz und klein, Helly soll der König sein. Ja. Schön, oder? Schön. Ja, wunderschön. Wunderschön. Danke. Steht da wirklich Sonnenkönig nicht drauf, oder Königin? König. König. Weil das habe ich vom Urmel aus dem Eis. Wenn Urmel spielt im Schloss, dann sagt das Urmel, ich sage es kurz und klein, Urmel soll der König sein. Und da habe ich das her. Deswegen bin ich der König. Obwohl ich eigentlich eine Königin bin. Eben, das verstehe ich ja auch nicht. Ja, aber es ist nun mal so, dass aber ist auch jetzt kein Thema für die Sendung, oder? Okay. Ich wollte gerade sagen, ob das der erste Einstieg ist. Du hast als erstes eine Urmelfrage. Ich habe keine Urmelfrage, nee. Aber ich bin immer gespannt heute, wie ihr euch so Dingsbumst. So, fangen wir an, ja? Wolfgang Wedeck wohnt in Herten. Mhm. Der Wolfgang. Das ist schon mal eine wichtige Information. Warte. Hallöchen, Wolfgang. Da ist sie, Ihre Frage. Wolfgang Wedeck aus Herten möchte wissen, was ist der sogenannte Waldi-Test? Das ist immer vor der Sportschau, wenn Waldemar Hartmann nach checkt, 16 ob seine Mitinterviewpartner mindestens auch 2 Promille drin haben. Und der lässt sich immer anhauchen vor jeder Show. Der Waldi-Test, hat das vielleicht irgendwas mit Duzen zu tun oder so? Das würde auch ganz gut passen eigentlich. Oder wie lange man so einen Schnurrbart tragen kann. Aber der Dackel an sich heißt doch gerne Waldi. Der heißt gerne Waldi. Jedenfalls. Wozu ist der Dackel gemacht? Der ist so lang und schmal, um in diese Fuchsbauten rein. Dachsbauten. Ja. Dachsbauten. Deswegen ist vielleicht der Waldi-Test. Dachsbauten jetzt auch schon vom TÜV abgenommen? Ja, genau, ist ja, weil die Test eben so, dass man sozusagen versucht, ich weiß auch nicht, vielleicht lässt man irgendwas irgendwo durchlaufen, um zu gucken, ob es dick genug ist. Ob der Hund wirklich ein Dackel ist, der wird mit 100 Gramm... Moment. Bitte schnell weiter. Was war das eben? Ob es dick genug ist. Man lässt irgendwo was durch. Der Dackel. Der Dackel. Man lässt was durchlaufen, um gucken, ob also man hat irgendein Rohr oder so und schickt da irgendwas durch und da guckt man halt, ob das... Kannst so du dein Privatleben einfach mal rauslassen aus der Sendung? Und dass wir vielleicht weiterarbeiten können an der Frage. Das fände ich total gut. Wirklich. Ich ziehe mal alles gleich auf mich, ne? Ich hab's gehört. Also. Ja. Es ist, um zu checken, ob das Ding wirklich ein Dackel, also ein Waldi ist. Der wird auf 100 km/h beschleunigt. Da gibt's dann halt so einen mini, mit scharfen Kanten versehenen Tunnel. Wenn der Hund unversehrt durchkommt, ist es ein Dackel. Wenn nicht, wie kriegst du den da durch? Steck ich dem China-Böller in den Arsch? Oder wie kommt der Dackel denn überhaupt durch die... Das sind deiner Fantasie keine Grenzen. Okay. Das ist eine Riesenfritte. Sind wir vielleicht bei der Firma Steif? Weil ich weiß, dass der kleine Waldi, den ich damals hatte, der kleine Dackel von der Firma Steif, der hieß auf jeden Fall Waldi. Mhm. Ist es also vielleicht ein Test in einer Spielzeugfabrik, dass es eben nicht giftig ist oder dass die Knopfäugelchen nicht rausfallen oder dass sich Kinder da nicht dran verschlucken können? Der Waldi-Test in der Spielzeugfabrik. Ich glaube, der Waldi-Test ist eine Abkürzung, wird bei der Feuerwehr benutzt für Sicherheitsanzüge. Sie müssen schützen gegen Wasser, Asbest,
Aldi. Laminat. Dosenbier. Dosenbier und Investoren. Ganz wichtig. Okay, vielleicht kann man Laminat noch verändern. Aber ansonsten lassen wir nicht mit uns reden. Latex, genau. Latex, ja. Sind wir im Motorsport vielleicht? Was macht man da? Da gab's einen sehr erfolgreichen Motorradfahrer, Ralf Waldmann. Ich glaube, der wurde auch Waldi genannt. Und vielleicht gab es da irgendeinen Test, den er slalomtechnisch... Und zwar... Wie sah der Test aus? Die Knieschoner. Es ging um Knieschoner. Warte. Entweder das ist das ist falsch, aber trotzdem. Ja. Komm, genieße einfach diesen kurzen Moment. Von Schiffsgefühl, wie Schalke, als die sagten, sie sind Meister. Ja, so fühlen wir uns hier jede Woche. Also, das wird wieder eine Abkürzung sein. W-A-L-D-I. Das wird irgendein Test sein, der überhaupt nichts mit Dackeln oder hat gar nichts damit zu tun. Gleich gab es auch einen Dr. Eduard Waldi und der hat einen speziellen Test gemacht, wo man zum Beispiel bei Bakterien testen kann, ob sie sich auf Petrischalen rechtwinklig anordnen. Zum Beispiel. Sie wissen jetzt nicht, warum wir lachen, aber er hat vor der Sendung mal kurz über Petrischalen gesprochen. Ja. Und dass es auf der Erde keine rechten Winkel gibt. Ja. Nein, in der Natur. Nach seiner Religion. Nein, es gibt Leute, die... Irgendwann hat die Bild-Zeitung mal die Schlagzeile, wir sind Hoeker. Ich weiß. Spätestens dann wandern wir aus. Spätestens dann sind wir weg, ja. Also der Waldi-Test, was ist jetzt hier? Ich finde das mit dem Hund nach wie vor charmant. Das ist vielleicht, wenn Autos... Das ist gar nicht schlecht mit dem Hund. Nee, oder? Ja. Waldi ist einfach mal so ein gängiger Hundename wie Fifi, dass man vielleicht, wenn zum Beispiel bei Crashtests für Autos will, man ja, guckt man ja wieder alles mögliche durch die Gegend. Vielleicht ist auch so eine Waldi-Puppe. Wie weit der Hund ist ja nicht angeschnallt. Wie weit fliegt der bei einem Auffahrunfall zum Beispiel? Ach, der wackelt. Aber durch den Kühlergrill passt. Was denn Esel ist da schön auf dem Mond, Wackel, Dackel. Entschuldigung, ja. Kleiner René Marek-Vorsprung. Ach. Also ein Waldi, ein Hundetest. Ja so. Oder es ist bei ganz schlicht und ergreifend beim Hunde abrichten, dass Waldi irgendwas schnallen muss. Also irgendwas apportieren muss oder irgendwas abgeben muss. Muss denn Waldi schnallen? Ja, der Waldi muss schnallen, dass er bei Fuß gehen muss. Ah, oder den Gürtel enger. Oder in den Fuchsbau rein. Ich bleibe in der Autoindustrie, wenn Bremsverhalten getestet wird und man dann den einen oder anderen Waldi mal auf die Strecke schickt, um zu gucken, ob das Auto rechtzeitig... Analog. Ja, besser als Fußgänger, meine. Genau. Das kommt drauf an. Ja. Analog zum Elchtest, ja. Sozusagen. Ist es vielleicht ein Hautarzttest bei Allergikern, ob die gegen Hundehaare allergisch sind oder Katzenhaare? Aber das wird bei den Hundehaaren liebevoll der Waldi-Test genannt. Dann müsste es ja für Katzen auch einen Test geben. Ja, das ist der Mietze-Test. Der Muschi-Test. Minka-Test. Scheiße, ich bin durch den Muschi-Test gefallen. Ja. Das ist ein schlimmer Satz einfach. Du bist schon oft durch den Muschi-Test gefallen und warst noch nie beim Hautarzt. Ja. Geht das jetzt zusammen? Das ist nicht logisch einfach. Ja, da gibt's die schöne Geschichte mit dem Mann am Strand, der... Ich hab ein bisschen Sorge. Ich lass jetzt. Es bleiben. Oh Gott. Ja. Sehr gut. Oh, Herr Beider, gut. Wenn ich es erst 30 Mal gehört habe, können Sie es gerne sagen. Nein, das Problem ist... Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Ja, dann sagst du es doch mal heimlich. Da fragt ein Mann am Strand eine Frau, entschuldigen Sie, dürfte ich mal Ihre Muschi fotografieren? No. Und da sagt sie, gern, wenn Sie so lange meine Katze halten. Ja, genau. Den hatte ich leider schon 42 Ach doch, Mal dann, gehört. Dann lass es ich war ihn auch weg. Nicht am Strand, dann lass aber ihn egal. Weg. Aber der muss am Strand spielen, das ist ja nicht lustig. Ja, nein, ich glaube, kein Mann ist aber dann muss es doch ein FKK-Strand sein. Nein. Ich glaube, der Strand ist eine völlig irrelevante Information für diesen. Es könnte zum Beispiel auch auf einem Campingplatz funktionieren. Waldi. In der Waldorfschule. Waldi-Test. Ja, Waldi-Test. Oder wenn jetzt beim Kölner Karneval irgendwie die Jungfrau... Waldi! Was ist vielleicht mit einer Waldorfschule eigentlich? Haben wir schon mal über eine Waldorfschule heute gesprochen? Er hat doch gesagt, Hund ist nicht schlecht. Ja, Hund ist nicht schlecht. Bis kurz vor Sendung. Ist es vielleicht so ein Test in der Briefträgerausbildung, dass die halt am Tag ihrer Prüfung noch mal an einem Rottweiler, einem Dackel, einem Mops vorbei müssen einfach, werden vorher noch mit Fleischwurst eingerieben oder so. Müssen dann wobei ich glaube, an den Hunden vorbei. Aber es geht ja nicht um die körperliche Verfassung der Briefträger, sondern einfach nur, ob die Hose reißfest ist, damit die Post jetzt nicht immer neue Hosen kaufen muss. Geht es um Hundebekleidung? Es gibt ja manchmal so alberne Deckchen. Ich sag's euch mal. Waldi-Test. Warum auch immer, aber wir wissen alle, Hunde pinkeln bevorzugt an Laternen. Das hat Folgen. Schwerwiegende Folgen für Laternen. Man glaubt es kaum, aber Hundeurin ist eine scharfe Chemikalie, die Metall zum Rosten bringt. Und so werden ca. alle 5 Jahre unsere Laternenpfähle mit Ultraschall Geräten gecheckt. So kann man prüfen, ob die Gefahr besteht, dass der Laternenfall vielleicht mal umknickt, weil zu viele Waldis dagegen gepinkelt haben. Deshalb heißt dieser Ultraschalltest Waldi-Test. Wow. Das ist ja super. Wolfgang, 500 Euro für Sie. Gratulation, sehr gut.
Jörg Köster wohnt in Wilhelmshaven und Jörg Köster möchte wissen, was ist ein sogenannter Pfannenboy? Was? Pfannenboy? Pfannenboy. Boy. Boy. Ja, ja, ja. Gab's da nicht? Nee, es gab den Polyboy, ne? Der kam doch früher. Polyboy. War der Polyboy, hatte der nicht so einen Akkupatz unter seinen Füßen? Wer oder was der ist schon Polyboy. Älter geworden und hat jetzt eine Bettpfanne. Der Polyboy, das war irgendeine Werbefigur aus den 60er oder 70er? Ich glaube, an den 60ern. Und es war eine Politurmittel für... Ja, ein Politurmittel. Da kam der Polyboy und der hatte was unter seinen Füßen geschnallt und wienerte etwas ein blank. Parkettboden. Dementsprechend ist der Pfannenboy sowas, so ein Kratzerl, um die Verknusperung in der Pfanne zu lösen. Ohne, dass man das die ganze Beschichtung kaputt macht. Um die was zu lösen? Den Dreck in der Pfanne, die Essensreste. Zum Reinigen. Eine Reinigungshilfe für angebratene Pfannen, Essensreste angebratene in Pfannen. Angebratene Essensreste in Pfannen. Genau. Ja. Ich glaube, es ist einfach nur der Kollege vom Küchenfreund. Der Pfannenboy. Kennt ihr den Küchenfreund nicht? Das ist von wem? Wer kennt den Küchenfreund? Hallo, wer kennt den Küchenfreund? Ich. Ja, ne? Der Küchenfreund. Dann erklärt ihr beiden noch mal, was das ist. Der Küchenfreund ist, ist einfach dieser Schaber, mit dem man aus der Pfanne die Sachen rausschaben kann. Das ist ein Pfannenwender, ja, hier, Entschuldigung. Ja, aber der heißt auch Küchenfreund, weil du nämlich damit auch etwas nicht wenden kannst. Und der Pfannenboy ist sein Kollege, der ein Austauschjahr in Amerika hat. Ja, genau. Ja. Wie wäre es denn, wenn wir einfach in einer, Großküche wären, wo sehr viele Aufgabenfelder verteilt sind? Da gibt es den Chefkoch und hübbe. Und der Pfannenboy ist speziell der Küchenjunge, der dafür zuständig ist, nach jedem Bratgang die Pfannen zu reinigen. Ja, dann gibt es ja nicht nur den Pfannenboy, dann gibt es auch den Topfboy, ja, genau. Den Nein, Tellerboy. Da kannst du ein Aufbaustudio machen sozusagen, also als Pfannenboy. Und wenn du sozusagen ein Aufbaustudio machst, dann kannst du auch Töpfe und Besteck. Wie wär's denn? Ich finde, es klingt ein bisschen wie der Gehilfe von so einem alten Superhelden, so wie Iron Man und sein Assistent Pfannenboy. Ja. Das ist lustig. In Form einer Pfanne. Der Pfannenboy ist so ein kleiner Griff, also ich kenne das nur von so Outdoor-Geräten, dass man hat so eine Pfanne, die liegt über irgendeinem Kocher und der Pfannenboy ist so ein kleiner Haken, den man so anpacken kann. Genau, hoch, dann kann man den so anpacken, hochheben und dann wird aus einem Topf eine Pfanne. Nicht beim Camping. Oder, nee. Ach, überhaupt nicht. Bei der Bundeswehr, ach überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Im Weltraum. Wie, was jetzt überhaupt nicht? Überhaupt nicht, hat es mit dem anklappbaren Griff zu tun. Überhaupt nicht. Oder es kommt aus der Zeit, so Haus am Eaton Place, wo man noch ganz, ganz viel Personal zu Hause hat und es gab einen, der nur für die Pfannen zuständig war. Aber dann oh, es gibt doch auch Bettpfannen. Ja, ja. Ah, Entschuldigung, genau. Wir sind nämlich nicht bei Bratpfannen, wir sind bei Bettpfannen. Dann ist das richtig, Herr Balder? Immer die Bettpfannen. Das heißt Zivildienstleister, was ihr meint. Also, habe ich selber gemacht, deswegen weiß ich das. Super, du hast es jahrelang gemacht. Ich war 20 Monate heißt. Pfannenboy. Ja, genau. Ja, es war schön. Vielleicht sind wir auch bei den Waltons. Gute Nacht, Pfannenboy. Ja. Schon erzählt, dass ich mit den bin ich ja durch. Mehrere Male. Der Pfanne, wir sind in der Medizin, in der Orthopädie und zwar in der chirurgischen Orthopädie. Die Hüftpfanne. Es ist ein ganz spezielles Gerät, mit dem die Hüftpfanne ausgeschabt wird. Es ist nicht eklig, aber es hat einen eigenen Namen. Es ist, genau. Und bevor man dann das künstliche Hüftgelenk reinsetzt, wird der Pfannenboy benutzt. Vielleicht ist es auch für den Assistenzarzt, der diese ekligen Sachen macht. Ist der Pfannenboy auch das künstliche Hüftgelenk sozusagen? Aha, bei dem Gesicht komme ich dann mal schnell zur Dachpfanne. Es gibt doch auch noch Dachpfannen. Vielleicht ist also der Pfannenboy, vielleicht sind das für den Dachdecker so kleine Hilfen, um ein Dach zu, mit Dachziegeln. Welche Hilfen? Ja, ja, es hat nichts damit zu tun, Herr Balder, deswegen mühe ich mich nicht. Doch, 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 Dachpfanne. Falls Sie jetzt erst einschalten, Frau von Sinnen, hat sind das kleine Häkchen, die man in den Balkenverstrebungen festmachen kann, damit die Dachziegel darüber einen Halt haben? Nee, die haben hinten, glaube ich, so eine Dachpfanne von hinten sieht so aus und hat sozusagen so eine kleine rechtwinklige Kante. Und damit hängst du es über das Gebälk, ins Gebälk ein. Das nennt man kleine rechtwinklige Kante. Ich meine, es gibt ein Recht. Es gibt ja keine Rechtswinkel. Ist der Pfannenboy der junge Mann, der dem Dachdecker, dem Zimmermann, oben auf dem Dach die Pfannen anreicht? Ja, er steht unten und reicht sie. Ja. Ja. Nein? Nein, der Pfannenboy ist eine bestimmte Gerätschaft, also etwas, was der Dachdecker am Körper trägt, wo die Pfannen alle drin sind, wo er immer so und dann rutscht die nächste so.
Ach so. Aus so einem, wie bei so einem Zigarettenautomaten. Nicht auf Körper. Auf dem Dach steht das Ding. Genau, das ist wie im Dachpfannenspender quasi. Wie auf den Flughafentoiletten, wo du stundenlang unten diese Papierchen rausziehst. Also kein Spender, aber ich lasse es mal so gelten. Ja. Ein ja. Ich lasse es so gelten. Muss ich. Ja. Komm, die lassen wir mal raus. Und der muss jedes Mal Geld einschalten. Ja, genau. Scheiße, das ist mir gleich. Also der sogenannte Pfannenboy ist ein rollbares Gestell, das für zig Dachpfannen Platz bietet, damit der arme Kerl nicht immer jede Dachpfanne einzeln irgendwo herholen muss. Und die kann er am Dach befestigen und kann sie praktisch immer mit sich mitnehmen. Das ist so, ich habe es vorhin auf dem Foto mal gesehen, das ist ein großes Teil, wo er sich die Dachpfanne nehmen kann. Das nennt man Pfannenboy. Also eine Hilfe für den Dachdecker, sehr gut. Warum haben wir denn das Foto jetzt nicht hier, Herr Ball? Weil die Rechte noch bei dem Foto vielleicht war es eine rechte Frage, vielleicht wollte ich es auch einfach nicht. Ja. Ich glaube, das Foto ist entstanden, als er selber nach einer Feier daneben saß. Und ich muss, wie er runterkommen soll, auf dem Dach. Ja, Jörg, es tut mir wahnsinnig leid, es gibt leider kein Geld. Manchmal gibt es Geld, meine Damen und Herren, das können Sie auch bekommen, wenn Sie fragen. Haben, können Sie uns die einschicken. Machen Sie es einfach, genial daneben, 50616 Köln oder Sie rufen an 01378 1120 oder auch eine E-Mail geht, fragen@genialdaneben.de. Drück Ihnen Daumen und Florian Windrich wohnt in Delixen, das liegt in Niedersachsen. Florian Windrich möchte wissen, was ist ein Akustikkragen? Ein Akustikkragen? Ja, das kann ich Ihnen ganz das genau kann ich auch sagen. Bitte gerne. Soll ich anfangen? Ihr könnt es zusammen sagen. Ein Akustikkragen? Ja. Ich bin ja alt. Sehr, sehr alt. Wenn ich auf... Ihr seid süß. Ich weiß, ich sehe nicht alt aus, aber ein halbes... aber ein halbes Jahrhundert ist ein halbes Jahrhundert. Jedenfalls vor 30 Jahren konnte ich noch zu einem 10 Years After Konzert gehen, ohne Probleme. Wenn ich heute zu meiner Lieblingsband Rosenstolz gehe und vor den Wummen, vor diesen großen, da brauche ich Nupsis für die Ohren, weil ich sonst von der Akustik so einen Hals kriege. Und das ist ein Akustikkragen. Ah, sehr schön. Ich glaube, es ist etwas... Könnte falsch sein, Barbara. Du. Ich glaube, es ist etwas, was die Beamten häufig benutzen, denen ja tagsüber häufig mal der Kopf so nach unten fällt, weil sie einschlafen. Und jedes Mal, wenn der Kopf... Kommt ein Geräusch. Sehr gut. Das Finanzamt von Boll macht einen Ausflug heute, oder? Ja, ich dachte, man kann genau sehen, wer hier alles im öffentlichen Dienst war. Die sind gerade alle wach geworden. So da. Ich habe gerade gedacht, boah, geil, gibt's sowas? Man setzt sich ja immer eher mit dem Rücken zur Tür, damit derjenige sozusagen nicht sieht, wenn man so sitzt. Damit der denkt, man sucht was. Genau. Ist der Akustikkragen vielleicht ein akustisches Phänomen? Keine Angst, ich werde konkreter. Und zwar ist der Akustikkragen zum Beispiel, wenn eine Glocke läutet und ein großes Haus steht davor oder irgend so etwas, was abdämmt, ist der Akustikkragen die Stelle, wo der Schall noch nicht gedämmt wird, und, also die Grenze zu der Stelle, wo der Schall entlang geht und wo der Schall nicht entlang geht. Hat das jetzt einer von Ihnen irgendwie... Ja, ich habe das verstanden, weil ich auch so eine ähnliche Idee hatte oder vielleicht auch bei einer Stereoanlage. Also es ist ein akustisches Phänomen, ist bis wohin die Töne wabern. Wenn man das zum Beispiel aufzeichnet, irgendwie den Schalltrichter aufzeichnet, dann sieht das vielleicht aus wie ein Kragen. Und das nennt der Akustiker den Akustikkragen. Das ist falsch jetzt. Oder es ist so, es ist vielleicht irgendeine architektonische Sache da, wo halt Akustik wichtig ist, zum Beispiel in Konzertsälen oder wo Opern oder sonstige Sachen gegeben werden, dass man da... ohne dass ich jetzt wüsste, wie der aussieht, einen Akustikkragen einbaut, um halt möglichst gute Beschallung des Saales zu garantieren. Müsste aber schon wissen, wie er aussieht. Ja, aber es hat nichts damit zu tun. Deswegen mal, zu tun hat. Ich gehe mal schnell mit euch in die Bergwelt. Hat es etwas mit Geologie zu tun? Weil es gibt ja Echos. Hat es etwas mit der Struktur von Bergen zu tun? Wir waren doch eben in der Konzerthalle. Nee, ich glaub, aber da haben Sie so albern geguckt, dass ich dachte, das ist falsch. Nein, wir waren in der Kölner Arena. Es ist ja auch falsch, aber ich habe nicht albern geguckt. Doch. Wie wär's denn, ich bin in der Glockengießerei, der Akustik... Hör mit den Glocken auf, ist ja furchtbar. Was soll denn das? Glocken. Finde ich gut, Glocken. Und zwar unten der, vielleicht nennt der Glockengießer den unteren Rand Kragen. Sehr gut. Und der ist für die Akustik extrem wichtig. Sehr gut, finde ich sehr gut. Und wenn der Kragen nämlich dick ist, ist die Glocke dunkel und wenn der Kragen dünn ist, dann ist die Glocke hell. Ja, und wenn der Kragen so einen Hals hat, hat er 14 Wirbel. Also so wie das...
Akustikkrak. Sind wir bei einem, wenn es nicht bei Glocken ist, dennoch bei einem Musikinstrument? Vielleicht bei einer Tuba oder einer Posaune? Dass der Habt ihr das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ihr habt's gesehen, ne? Ich hab's gesehen. Wie wir hier gedemütigt werden, Tag für Tag. Ich konnte das auch mal. Wie ging das nochmal? Ich hab so viele Ringe, dass ich es nicht mehr kann. Naja. Ja, machen Sie es jetzt schön. Na! Und mein Lieblingsgesicht. Herr Walter, wir haben 2009. Sie müssen sich ein anderes Gesicht ausdenken. Das kriege ich von selber. Ist der Akustikkragen etwas an einer Orgel, entweder einem Tastaturinstrument oder eben an einer Tuba oder Posaune, die Biegung der... Ist es eine bestimmte Ausstülpung am Ohr? Der Halsnasen-Ohrenarzt, der redet vom Akustikkragen. Wenn man zum Beispiel hat der... Oh, das neue Gesicht, ja, habt ihr das? Das neue Gesicht! Das Gesicht 2009! Wir haben ein neues Gesicht 2009! Herr Weiler, bitte nochmal! Jetzt ist es wieder weg. Unter Druck kann er nicht. Unter Druck kann ich nicht arbeiten. Das stimmt. So, was ist jetzt? Ich finde das schon schlimm genug. War irgendwas denn schon mal nah dran gewesen in irgendeinem Gebiet? Nein. In keinster Weise. Mikrofonie. Es gibt diese ganze HNO-Geschichte hast du noch gar nicht weiter vertieft. Die HNO-Geschichte. Was für eine HNO-Geschichte? Ja, das ist vielleicht wirklich was im menschlichen Ohr ist. Da gibt es auch Amboss und den ganzen Käse. Vielleicht heißt da irgendwas... Akustikkragen. Ja. Es gibt ja auch so ein Galgenmikrofon. Vielleicht gibt es auch irgendwas, was wirklich in also Form eines Kragens angeordnet. Es gibt Mikrofone, die werden so um den Hals gelegt und nehmen hier direkt von den Stimmen dann die Töne ab. Ich sag nur, nein, nicht. Oh, ich redete von Tom Cruise und Mission Impossible. Sowas? Nein. Komisch. Was könnte denn der Akustikkragen sagen? Ja, die Frage ist, wird der Akustikkragen benutzt, um einen, es hat ja was mit Schall zu tun, um den Schall einzufangen oder um ihn verbessert auszusenden oder beschreibt er einfach nur einen Schallzustand? Wenn wir jetzt nicht nur bei dem Phänomen der Akustik sind, sind wir vielleicht in der Tier... Da war das Gesicht wieder, Nation, ihr habt es jetzt nicht gesehen. Scheiße. Sind wir vielleicht in der Tierwelt? Beschreibt man das vielleicht bei Vögeln oder so, die so ihren oder Kamm Kragenbär. So... Oder beim Hund zum Beispiel, wenn die aufmerksam sind, dass die Ohren sich irgendwie so aufrichten und dadurch ja Nackenkragenmuskulatur sozusagen dann sich so aufstellt und dadurch halt... Sind wir in der Tierwelt, alter überhaupt Mann? Nicht. Nein. Also generell finde ich aber die Idee mit einem Kragen, wie auch immer geartet, der Geräusche von sich gibt, gar nicht so schlecht. Oder bei vielleicht bei einem die immer so raufdrücken, wir kommen jetzt rein. Wir kommen rein, der Präsident. Ja, genau. Ja, genau. Wir gehen jetzt rein. Wir sind jetzt drin. Der das? Fuchs ist im Bau. Ja, super geil. Vor allem so eine Waffe noch in der Hand. Wir gehen jetzt rein. Sind wir vielleicht bei der Geburt, bei schwangeren Frauen? Denn das Baby bekommt ja auch sehr viel Geräusche mit, wenn es dann schon größer ist. Spricht eine Hebamme vielleicht von einem Akustikkragen? Es ist etwas Metallenes. Siehst du es gerade vor dir? Ja, ja, ich habe gerade so ein Bild. Also, Uri. Er spürt es gerade. Steinschalosch. Ja. Er spürt es gerade in sich. Ich muss auch was denn jetzt? Hören. Ja. Also, das ist also bei einem Kran zum Beispiel, der oben dreht, da nennt man diesen Drehteil nennt man Kragen. Und den gibt es in laut und in leise, so wie es ja auch Flüsterräder bei Bobbycars gibt. Teurer. Warum sollte man einen lauten kaufen dann überhaupt, wenn es auch ein leises ist? Billiger ist. Ach so. Also beim Bobbycar sind auch die Flüsterräder teurer als die normalen Räder, auch beim Anhänger. Ja. Wir sind auch nicht beim Martin Zorn auf einem Polizeiauto. Gibt's Bobbycars mit Anhängern? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Es gibt Kombis und alles. Ja, klar, doch, jetzt irgendwo müssen sie ja sitzen. Ja, also die einsamen Ferraris. Ich habe Bobbycars in der Garage. Ja. Wir sind auch nicht bei der Feuerwehr, ne? Lalülala. Nee, lalülala überhaupt nicht. Es wird langsam Zeit, dass ich euch... Wir sind bei Überschallflugzeugen. Überschallflugzeuge, wenn die fliegen, dann fliegen sie ja... schneller als der Schall. Und was sie dann haben, ist einen, vielleicht heißt das sogar wirklich Akustikkragen, der nach hinten weggeht. Und natürlich. Und der berührt. So. Hauptsache dir gefällt. Und der berührt, also das ist der Schall, den er halt überholt. Ich könnte jetzt eine PowerPoint-Präsentation zeigen. Und wenn der berührt natürlich an irgendeiner Stelle, weil er immer weiter auseinander geht, in zwei, ja sogar drei Dimensionen, berührt er irgendwann den Boden. Und in dem Moment, wo dieser Akustikkragen einen Menschen passiert, hört man den Überschallknall. Kleine Information am Rande. Ist das vielleicht der... Wie war der Anfang jetzt noch? Flugzeug. Überschallflugzeug. Nein. Nein.
dann musst du es uns jetzt sagen. Gibt es keine Chance? Taubenschlag. Irgendwo? Nein, mit irgendwas nein Tiere gar nicht. Keine Tiere, hat Maschinen? Hat es was mit Kragen, Textilien? Es hat was mit Maschinen. Im weitesten Sinne schon. Ja, ja, hat es. Hat es also hat dann es. Ist es vielleicht wirklich in einer lauten Fabrik, wo die Menschen im Kragen eine Art Kopfhörer oder Kopfschutz eingebaut haben, sozusagen, um sich vor dem Lärm in dem Fabrikgebäude zu schützen. Ich sag's euch mal. Es ist eine Vorrichtung, die an Motorradhelmen angebracht wird. Ach, scheiße. Wir waren gerade bei Astronauten, schon bei Helmen. Legt sich wie ein Kragen um den Hals des Fahrers und schützt die Ohren vor lauten Fahrgeräuschen. Daher heißt das Ding Akustikkragen. Ja, wenn keiner Motorrad fährt. Also, Florian Windrich, 500 Euro. Gratulation. Motorradkragen. Mach das nochmal. Total gute Klugscheißer-Reaktion. Was? Er liest die Antwort von dann so. Das habe ich schon ganz gesagt. Das ist immer so. Ja, ja. Wenn die Antwort. Ja. Es ist immer jemand hier, der macht. Ja. Das sind die Leute. Hast du das auch so geliebt, wenn man früher mit Leuten Trivial Pursuit gespielt hat? Ja, ja, genau. Und die kriegten dann, werden mal selber dran. Oh, ist das einfach? Ist das einfach? Wenn sie selber dran waren. Wie viele Golfbälle liegen auf dem Mond? Ja. Oder wie beim Dschungel. Peter Bond fliegt raus, ich hab's gewusst. Ja, das war auch einfach. Ja, das war ja normal. Das war ja normal. Das haben wir alle gewusst. Julia Siegel ist doof, ich hab's gewusst. Verdammt! Das ist eine Frage bei Trivial Pursuit, aber rosa wahrscheinlich. Ja, ist eine rosa Frage. So, ihr Lieben, jetzt gehen wir nach Mainz. Wie ist Sebastian Herber wohnt in Mainz und Sebastian Herber möchte wissen, was ist eine Krankenschwesteruhr? Eine Krankenschwesteruhr? Ja. Die klingelt alle 7 Minuten, weil die dann zum nächsten Patienten muss. So, alle, Frau Müller, wie geht's uns denn heute? Pring! Oh, ich muss weiter. So, Frau Müller, wie geht's uns? Oder auch so. Wir stehen noch so am. Gestern ist bloß schade, wenn ihr bei Minute 8 gerade bei einer OP assistiert. Oh, ich muss weg, schade. Oh, das ist so eine Art Kuckucksuhr mit einer Krankenschwester, die rauskommt und sagt, wie geht's uns denn? Wie geht's uns denn? Wie geht's uns denn? Wie geht's uns denn? Das wäre eine Heidi Klum-Uhr. Und um 12 Uhr sagt die, wie geht's uns denn heute? Wie geht's uns denn heute? Genau. Nein, eigentlich haben wir so in den amerikanischen Arztserien, die haben ja meistens so einen Pieper, wo die dann angepiept werden. Vielleicht ist das jetzt eine neue Erfindung, dass die halt über die Uhr ein Signal bekommen, dass die wissen, okay, sie müssen zum Dienst, wenn sie Bereitschaftsdienst haben vielleicht. Wie soll das funktionieren? Über Satelliten. Mit Strom. Batterien. Moderne Technik. Ist eine Krankenschwesteruhr vielleicht eine digitale Uhr? Weil die normale Uhr hat ja nur 12 Stunden, die sie anzeigen kann. Während die digitale ja von 0 bis 24 alle Stunden anzeigen kann. Und da die Krankenschwestern furchtbar viel arbeiten müssen und viel zu wenig Geld dafür bekommen, ist vielleicht eine digitale Uhr eine Krankenschwesteruhr. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Das macht nichts. Ich hoffe, alle Krankenschwestern in der Nation haben mich verstanden. Aber da kann man auch eine normale Uhr nehmen. Man muss ja nur dann auch weiter kurz auf völlig. Haben Sie denn nicht verstanden, was ich damit sagen wollte? Jetzt hast du die digitale Uhr kann 24 Stunden anzeigen, während die normale Uhr nur 12 anzeigen kann. Aber 2x12 sind auch 24. Ach, Herr Alter, darum geht es doch nicht. Es war ein genialischer Gedanke von mir, der hier wieder zermürbt wird. Nein, das ist völlig in Ordnung. Ich finde, ja. 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 Lassen Sie sich nicht von der Geste davon abhalten, zu quatschen. Aber jetzt nochmal, kannst du ja sagen, du kannst mir jetzt ja sagen, dass es falsch ist. Aber ist es vielleicht wirklich eine Uhr von Krankenschwestern, oh, damit das Krankenhaus weiß, ist hier eine Krankenschwester? Ich sag's dir, ist falsch. Ich wollte es abkürzen, ist okay. Vielleicht ist es eine Uhr, die sozusagen aufzeichnet, wie lange man im Dienst ist. Also wie so eine Art Stechuhr. Also dass du sozusagen da drauf drückst und in dem Moment, wo du dir dein weißes Kittelchen anziehst und abends, wenn du es dir wieder ausziehst oder nach 36 Stunden, wenn du es dir wieder ausziehst. Was für Krankenschwestern? Dann hast ich mir vorstellen vielleicht kann. Ist das eine Uhr mit einem Häubchen. Aber ich finde ja... Ich finde den Ansatz gar nicht schlecht, weil die haben ja tatsächlich sehr komplizierte Schichtsysteme und arbeiten zu Zeiten, wo andere Leute nicht arbeiten, dass es irgendein System ist, was denen anzeigt, wann sie jetzt dann mal irgendwann Überstunden oder anfangen, Überstunden zu machen oder sowas. Wie sieht denn wahrscheinlich hat es überhaupt nichts mit Krankenschwestern zu tun, das ist mal die Pointe. Doch, deswegen heißt es ja Krankenschwester. Mhm. Ist aber die Krankenschwesteruhr vielleicht ein System, wie die Schichten eingeteilt werden, in dem die halt irgendwie rotieren? Und die nennen das halt Krankenschwesteruhr, das heißt irgendwie...
die die Nachtschicht der hat. Dienst, ja. Die hat dann die nächste Schicht dann halt erst Frühschicht in der nächsten Woche und danach dann. Also und das so ein nennt Dienstplan, man irgendwie. Genau, so eine Dienstplansystematik. Aber nennt, das würde man wahrscheinlich Dienstplansystematik nennen. Ja, würde ich auch sagen. Kann man auch an die Wand hängen. Also ja, vielleicht. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja, ist es etwas zum an die Wand hängen, dass es eben aus Pappe und Plastik ist und die Krankenschwestern sich in ihrem Krankenschwesterzimmer da selber die Zeiger, die hat ganz viele Zeiger. Mit bunten, viele bunte Zeiger an einer Uhr viele an der Wand. Viele bunte Zeiger. Das ist ja dieses Lied. Es wäre ja langweilig, wenn es sich um ein Zeitmesser handelt, ja, weil das wäre zu naheliegend. Also ist es vielleicht irgendein anderes Instrument, warum? Was Krankenschwester. Ja, weil du dann die Frage ja gar nicht stellst. Wenn es eine Uhr wäre, die eine Krankenschwester trägt, ja, und deswegen ist eine Krankenschwester-Uhr, dann wäre es ja relativ schnell beantwortet. Warum sagt denn der jetzt richtig sagen? Ist das so, dass eine Uhr, die eine Krankenschwester trägt? Nein, wie soll denn eine Uhr eine Krankenschwester tragen? Wenn es eine kurzsichtige Krankenschwester hat, die ganz große Zeiger, was weiß ich. Ich glaube, dass es die Uhr ist, die gleichzeitig zum Beispiel Puls messen kann oder andere medizinische Funktionen mit übernehmen auch, kann. Auch, kann sie auch, ja klar. Ach, ist das jetzt richtig? Nee, es reicht mir noch nicht. Nein, aber es ist eine Uhr, die auch Puls messen kann. Ja, was heißt Puls messen? Zum Puls messen braucht man eine erst normale Uhr. Nein, aber das ist eine Uhr, die den jeweiligen Blutdruck kann die auch messen. Nee, das kann sie nicht. Das die speichert aber diese ganzen Daten, sodass du sozusagen den Puls all deiner Patienten auf Station auf der Uhr hast. Nein. Aber was kann diese Uhr? Die zeigt nicht die Uhrzeit an, sondern den Luftdruck. Genau das wollte ich nicht sagen. Und die Außentemperatur. Ja. Nein. Was es morgen zu essen gibt. Da gibt's doch dann meckern doch alle, dass sie zu lange arbeiten und zu wenig verdienen. Das und die ist ja Blödsinn. Nur die Arbeitszeit. Also eine Krankenschwesteruhr ist eine Uhr, die relativ viele Knöpfe hat und sehr viele Funktionen hat, um Sekunden- und Minutenzeiger abzumessen, weil die... Hat die... Ist das jetzt? Nein, danke. Ich wollte gerade sagen, das ist auch wieder das Gesicht, was ich kenne. Kommt ein Kind reingeflogen und rettet einen. Also, die Krankenschwester trägt sie am Arm. Nein. Ist das eine Uhr, die man auch... So. Nein. Was ist eine Krankenschwesteruhr? Eine Wanduhr. Ist das eine Kirchturmuhr? Eine Kirchturmuhr? Ja, weil Krankenhäuser sind doch oft in der Nähe von einer Kirche. Dann können die immer aus dem Fenster, während sie den Patienten umbetten, gucken, wie viel Uhr es ist. Wieso sind Krankenhäuser also oft in der Nähe einer Kirche? Weil ja das ist praktisch, weil der Weg nicht so weit ist. Ja. Oh. Vom Pfarrer. Herr Ackermann, wie groß sind Sie denn? 1,83, Herr Doktor. Ich bin nicht der Doktor, ich bin der Tischler. Ja, genau. Für den wird es auch mal wieder Zeit, finde ich, absolut. Der Witz war jetzt nicht so ein Brüller. Soll ich es euch mal sagen? Doch, ich fand den aber wir sind doch gar nicht so weit. Ihr seid kurz davor, aber ich kriege ja nicht die richtige Antwort. Ja, lass uns doch mal. Die an der Wand hängt. Nein. Es ist eine Uhr, die sie am Arm hat. Nein. Es ist eine Uhr, die an einem Infusionsgerät hängt. Nein. Es ist die Uhr, die der Patient anhat, um die Krankenschwester zu rufen. Was? Wie mit der Uhr? Warum hat denn der dann eine Uhr? In die Uhr oder was? Ist das vielleicht eine Uhr, die Aufgaben der Krankenschwester... Damit er weiß, wie oft er sie in der Stunde schon gerufen hat. Was, wen interessiert das denn? Es ist also eine Uhr, den Patienten. Aber die Schwester hat ihn hat die Uhr am Körper. Am Körper, okay, aber nicht am Arm. Nein, warum hat sie den nicht im Arm? Weil sie so viel arbeiten muss. Weil es ein Pulsmesser ist und keine Uhr. Nein. An wie viele Orte kann man denn eine Uhr noch stecken oder hängen? Das ist gar kein... Um den Hals, als Kette hat sie die. Oder hängt die an dem Kittel? Die zeigt irgendwas anderes Kittel? An. Am Kittel. Warum hat sie die Uhr denn nicht am Handgelenk? Aus hygienischen Gründen. Die muss sie ja immer ausziehen. Die Krankenschwester-Uhr, wenn man gucken kann, wenn man ausziehen kann. Die hat sie am Kittel und die ist so angebracht, dass sie von oben rauf gucken kann. Das ist eine Krankenschwester-Uhr. Genau. Richtige Antwort. Ja, Herr Welke, ja. Ja. Eine Uhr. Natürlich, eine Uhr. Das ist einfach eine Uhr. Aus hygienischen Gründen dürfen Krankenschwestern im Krankenhaus keinen Schmuck an den Händen und keine Uhren am Handgelenk tragen. Ach, weil der Schmuck schon schmutzig wird. Sowas. Aber Ärzte dann doch wahrscheinlich auch nicht, oder? Auch nicht. Aber nur braucht eine Krankenschwester ja nur ab und zu mal eine Uhr, weil sie halt einen Puls messen muss. Ach so, und dann guckt die da so runter. Wird diese Uhr mit einem Clip hier oben am Kittel befestigt und zwar verkehrt rum, dass sie von oben rauf gucken kann. Das nennt man Krankenschwester. Deswegen ist ja gut, dass ich gesagt habe, es wird ja wohl nicht eine Uhr von einer Krankenschwester sein. Das wäre jetzt so einfach. Ja. Da habe ich gesagt, doch. Und dann war es eigentlich beantwortet. Ja, Sebastian, es gibt kein Geld. Gibt's nicht. Jetzt gehen wir zu Thorsten. Stimmt, warum haben wir nicht einfach nur gesagt, das ist eine Uhr von der Krankenschwester? Nächste Frage. Hätte mir nicht gereicht. Also denkt mal weiter drüber nach, meine Damen und Herren, Sie können auch ein bisschen nachdenken. Wir machen eine kleine Werbung, sind dann gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Thorsten Sträfling. Was? Sträfling. Wirklich? Ja, aber mit E. Ach so. Ja. Thorsten Sträfling. Der wird bestimmt Thorsten Knacki genannt, oder? Ja. Und moderiert Nightwatch.
das mir bei den Armen. Thorsten, hören Sie einfach nicht hin. Ja. Hören Sie einfach nur auf mich. Was mich? Wird er mit TH Schauen Sie mich an, Thorsten. Schauen Sie mich an. Sie schlafen. Thorsten Sträfling aus Briesko-Finkenherd liegt in? Irgendwo Sachsen, in Deutschland. Brandenburg. Ja. Brandenburg. Möchte wissen, was ist dein Brillenanflug? Also ich hab das gerade. Bei mir ist das seit 2 Wochen. Mein linkes Auge fängt manchmal an, unscharf zu werden. Und dann habe ich den Anflug vom Gefühl, ich müsste mal zum Optiker, aber dann ist es wieder gut. Aber der dann würde ich aber trotzdem mal dringend zum Arzt gehen. Ja. Ich habe eine andere Theorie. Meine Theorie ist, es gibt ja Situationen, wo der Pilot nicht mehr nach Instrumenten, sondern wieder nach Augenmaß anfliegen muss. Und vielleicht nennen Piloten das den Brillenanflug. Ja, nach Instrumenten ist auch blöd, ist immer so laut. Ja. Wenn da so eine Tuba und so. Ja, ja. Also ich habe das gut, Gefühl, dass du es noch erklärt hast. Heller, jetzt ist durch mit dem Gag, du kannst wieder abwählen. Also mit Pilot und Flugzeug jetzt nichts zu tun. Gut. Doch, mit Sicherheit hast du was zu tun. Nein. Nein. Doch nicht. Ist das vielleicht einfach, ist ein Brillenanflug einfach eine Schlange, die rumgeschleudert wurde? Warum? Von wem? Hab ich eben auch gedacht, die Brillenschlange an sich, der Fakir an sich, der nimmt die Brillenschlange aus dem Fakir-Körbchen. Um sich mal umzuschauen. Ja. Warum sollte er das tun? Damit die Brillenschlange sich mal umgucken kann. Was macht eine Brille aus? Es ist... Sie ist sympathisch. Ja, und was Spaß macht die... Spaß machen, hat mein Optiker Okay, was macht die Brille noch aus, außer dass sie man Spaß macht? Man kann besser sehen, wenn man sie aufsetzt. Okay, was macht die Brille noch aus, außer dass sie sympathisch ist? Man kann sie zusammenklappen. Ja, was macht die Brille noch aus, außer dass... Sie hat 2 Gläser. Genau. Und sie hat einen Bügel zwischen den 2 Gläsern. Sie ist 8. Eine 8. Hör mich. Genau. Der Brillenanflug ist der Anflug eines Vogels, brillenförmig, nämlich so. Du spinnst. Ich glaube, diese Vögel sind aus leicht nachzuvollziehbaren Gründen bereits ausgestorben. Ja. Wer so doof ist, muss auch aussterben, wirklich. Brillenanflug. Aber ich glaube so, wenn jetzt Take That oder irgendwelche Bands auftreten, kriegen die normalerweise Kuscheltiere auf die Bühne geschmissen. Es gibt da vielleicht ältere Künstler. AC/DC und dann ist das Publikum vielleicht auch nicht mehr in der Lage, jetzt Kuscheltiere einzukaufen oder irgendwelche anderen Gebisse Sachen. Und Brillen fliegen. Genau, und da kommen dann Stützstrümpfe, Brillen, alles Mögliche nach oben. Vielleicht ist das ein kleines Nüppchen, ein Filznüppchen oder so in einer Toilette. Wenn man jetzt dringend aufs Klo muss und die Klobrille so nach hinten schlägt, weil man Angst hat, man ist nicht schnell genug auf der Brille, dann ist das hinten an der Klobrille etwas, damit die nicht zerspringt, damit die Klobrille abgepuffert wird. Das kleine Gummi, das nennt der Mann mit der, von der Sanitäranlage. Nee, das ist die Bewegung, ist der Brillenanflug. Die Bewegung. Vom Menschen an sich ist das der, wenn man Sprühstuhl hat. Ach bitte. Wirklich. Okay, auf Englisch, dann auf Englisch. Spray Chair. Falls wir es jetzt gerade Sonntag früh haben und Sie gerade das Brötchen versucht haben, möchte ich mich auch im Namen meines Kollegen sehr herzlich bei Ihnen entschuldigen. Gar nicht. Dass Sie jetzt irgendwie... Ich kenne das schon. Brillenanflug. Aber es hat etwas mit der Achtförmigkeit zu tun. Sind wir auf dem Minigolfplatz? Es ist der Anflug von Bällen. Sind wir im weitesten Sinne Sport, Freizeit, Abenteuer? Der Brillenanflug, doch, der kommt aus dem Freizeitsport der ferngesteuerten Flugzeuge. Der Brillenanflug ist, wenn man, es gibt so ein ganz abgefahrenes Manöver, und zwar landet das Flugzeug, währenddem es auf einen zufliegt. Und der Brillenanflug ist, wenn man sich da extrem vertut und einem das Ding in die Fresse fliegt. Also quasi auf die Brille. Also aber das nennt der Hobby-Modellbauflieger Brillenanflug. Oder doch nochmal Skispringen, finde ich gar nicht schlecht. Da hat man ja auch so eine Schutzbrille. In welchem Bereich könnten wir uns denn noch im befinden? Sport. Lasst uns doch mal ganz sachlich an die Sache ran. Schmiede, also Menschen, die etwas schweißen. Bitte was? Schweißer. Anflug? Müssen Schutz, ja, Schutzbrillen war doch gut. Brillenanflug, also Funkenflug. Also Sport. Ja, dann würde es ja Funkenflug heißen. Aber dass eine Brille einem entgegenfliegt. Also, so, was? Jetzt haben wir es, Gott sei Dank. So, und ihr habt mir nicht zugehört. Nein! Jetzt kommt selber drauf. Bist du doof? Das sag ich doch. Schön, mal so ein bisschen Gewalt auch. Was hast du gesagt? Sag
Modellflug. Modellflug. Wow. Modellflug. Willkommen bei Arte. Modellflug, Brillenanflug. Ja, dann ist das, was er... Er hat nicht Modellflug gesagt. Hat er ist... Was hast du gesagt? Tu dich denn! Boah, was traut er uns denn? Was haben wir denn gesagt? Ich hab nichts gehört. Was hat er gesagt? Ja, natürlich. Ich hab ihm noch ein Jahr Ich hätte mal noch nicht warten müssen. Boah, das glaube ich nicht, wie scheiße schmeckt der. Trinkst du das auch? Das ist wow. Herr Walder, was hat das Höckerchen gesagt eben? Ich kann nicht, wenn ihr so sitzt, das geht nicht. Das die letzten Minuten durch. Es gibt einen Riss im Zeitraumkontinuum, wenn die sich umsetzen. Was hat der kleine Mann gesagt? Ich weiß es nicht, er hat nichts gesagt, ich habe nichts gehört. Im Ehebett, sag mal, haben Sie sich jetzt alle gegen mich verschworen? Was hat der gesagt eben? Tierwelt. Also, Tierwelt. Also geht es um Pollen? Geht es um Pollen? Tierwelt, Bienen, Pollen, Brillenanflug. Also sind wir in der Tierwelt, alter Mann? Ja, ja. Ja. Also Brillenanflug, geht es darum, wie Bienen ihren Stock anfliegen? Was? Naja, vielleicht Pollenflug finde ich gar nicht schlecht. Es gibt ja auch Allergiker, die dann irgendwie dicke Klüsen kriegen. Pollen sind keine Tiere. Nein, ich rede auch gar nicht von Tieren. Er redet von Pollen. Aber wir sind doch in der Tierwelt. Ja, wir sind in der Tierwelt. Tierwelt, der Brille... Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann nicht, das ist Wahnsinn. Das macht mich völlig fertig, das geht nicht. So. Komm, jetzt setzen wir uns um. Also, ich gebe euch noch eine anderthalb Chancen. Jetzt müssen die Leute ihren Fernseher wieder umdrehen. Ja. So. Also Tierwelt, Brillenanflug, Freunde. Vielleicht gibt es ein Tier oder ein also Vogel oder Landtier, dass das, Herr Balder, also dass das Fell schon mal gescheckt ist wie eine Brille. Dass man schon mal denkt, das sieht so aus, als ob es eine Brille ist. Der gescheckt. Biologe bezeichnet den Brillenanflug einen Anflug auf Sicht und nicht mit Schall. Wie zum Beispiel bei der Fledermaus. Mhm. Ist der Brillen, wobei das totaler Unsinn ist. Ja, aber die fliegt doch mit Schall. Haben keine Brillen. Ja, eben, das ist ja auch das. Aber alle anderen haben dann halt den Brillenanflug. Brillenanflug. Hat es was mit der Vogelwelt und Flugzeugen zu tun? Dürfte ich es verraten? Ja, bitte. Der Hoverwart. Ein Hund. Ein Hund. Der Hoverwart ist eine edle Hunderasse mit dunklem Fell. Wenn so ein Hund über den Augen zwei helle, gebogen verlaufende Fellflecken hat, dann sieht das so aus, als hätte er gefärbte Augenbrauen. Manchmal legen sich bei diesem Hoverwart zusätzlich ein paar helle Haare um das ganze Auge herum. Der Hund zeigt einen Hauch, einen Anflug von Brille. Oh Gott. Der Hundezüchter spricht beim Hoverwart in diesem Fall von Brillenanflug. Und das Schlimmste ist, der Hund ist dann fast nichts mehr wert. Denk Unverschämtheit! Denk mal drüber nach, weil du hast nicht nur einen Anflug, sondern du hast einen Brillendefinitiv. Hat er nicht gerade gesagt, geschecktes Fell, das aussieht wie Brille? Habe ich doch gerade eben gesagt, ein geschecktes Fell. Habe ich nicht gehört, ist ja auch wurscht. Thorsten Sträfling, warum geht es denn hier auch überhaupt nicht? Mann! Geschecktes Fell, das kann ja alles sein, nicht? Ja, aber genau. Aber wir waren immerhin schon bei Fell. Ist egal. Hoverwart, das Wort ist nicht gefallen. Nein, aber das da wären wir natürlich sofort drauf gekommen. 2000 Jahre nicht gefallen. Also wenn Hund Hoverwart, ich war ja mal beim Hundetrainer auf einer Vorlesung und ist nicht Hoverwart auch irgendwie im Vorstand vom FC Köln? Das ist Hoverwart. Nein. Meine Güte. Nein. Ich möchte bitte sagen, dass Wolfgang Overath, ich habe einen Brief bekommen zu meinem Geburtstag vom FC persönlich. Was stand drin? Wuff, oder was? Nein, aber von Herrn Overath unterschrieben. Ich habe einen von der Zauberschule. Ja, genau. Meine Damen und Herren, wir werden das Thema hier noch ein bisschen auskosten und machen Sie es gut. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Bis dann. Tschüss.